Was wir glauben, unser Glaubensbekenntnis. Gott Vater, der himmlische Vater liebt jeden einzelnen Menschen. Da er heilig und gerecht ist, trennt die Sünde den Menschen von Gott. Der Vater möchte aber nicht, dass seine Kinder verloren gehen, sondern zu ihm umkehren und gerettet werden. Dazu ist Jesus gekommen, um an unserer Stelle für unsere Schuld, Sünde zu bezahlen. Als seine Kinder können wir voller Vertrauen Papa zu ihm sagen und alle Schätze seines Reiches genießen, schon jetzt. Jesus kam als Mensch in diese Welt, doch ohne Sünde. Da er ohne Sünde war, konnte er für unsere Sünden am Kreuz bezahlen. Er ist das Lamm Gottes, er liebt uns. Wer ihm sein Leben anvertraut und sein Opfer am Kreuz annimmt, der ist gerettet und kommt nach dem Tod in den Himmel. Jesus ist unser Retter, bester Freund, Liebhaber und allmächtiger Herr, der uns Vollmacht über alle Gewalt des Feindes gegeben hat. In seinem Namen haben wir die Vollmacht über alles Böse. Der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist eine Person und keine unscheinbare mystische Kraft. Als Person möchte er wahrgenommen, angesprochen und wie der Vater und der Sohn auch geliebt werden. Der Heilige Geist wohnt in denen, die Jesus ihr Leben übergeben haben. Er ist der von Jesus verheißene Beistand oder auch Tröster, der uns nie verlässt. Er gibt uns seine Kraft, möchte uns verändern und Jesus verherrlichen. Er gibt uns auch Geschenke, die sogenannten Geistesgaben, damit wir damit anderen Menschen dienen können. Die Dreieinigkeit Gottes. Dies ist am schwierigsten zu erklären, da unser menschlicher Verstand die Dreieinigkeit nicht begreifen kann. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist sind alle eins, ein Gott und drei Personen. Mathematisch ist das völlig unlogisch, doch bei Gott ist nichts unmöglich. Um es einfach auszudrücken, der Vater, der Sohn und der Geist haben eine solche starke Einheit, und doch ist jeder Einzelne eine eigenständige Person. Man kann sie nicht trennen. Der Vater verherrlicht den Sohn, der Sohn den Vater, der Heilige Geist verherrlicht Jesus und so weiter. Diese Einheit, die Dreieinigkeit, ist für uns wohl ein Geheimnis, bis wir selbst vor Gott stehen werden. Und wichtig, die Dreieinigkeit ist keine Rangordnung. Jede Person ist gleich allmächtig, nicht mehr und nicht weniger. Das Werk am Kreuz. Wie vorhin schon geschrieben, ist Jesus als Mensch in diese Welt gekommen, um an unserer Stelle für unsere Schuld zu sterben. Nun liegt es an jedem Einzelnen, ob er dieses Geschenk, also das Opfer, annimmt oder ablehnt. Jemand, der noch zweifelt und sich nicht entscheiden kann, hat sich schon entschieden. Denn ohne Jesus sind wir alle verloren und auf dem Weg in den Tod. Daher ist es so wichtig, dass wir unser Leben Jesus übergeben. Die Bibel. Die Bibel ist das geschriebene Wort Gottes, und wir glauben daran, dass sie unfehlbar, also ohne Fehler ist. Durch sie spricht Gott zu uns, in unser Leben hinein. Die Bibel ist sozusagen das Handbuch des Lebens. Anhand der Bibel müssen auch Lehren und prophetische Eindrücke geprüft werden. Wenn sich etwas seinem Wort widerspricht, dann kann es nicht von Gott sein. Denn die Aussagen der Bibel sind eindeutig. Die Bibel spiegelt Gottes Charakter und Wesen wider und zeigt uns seinen Willen für unser Leben. Die Wassertaufe. Nach der Bekehrung sollte sich der bekehrte Mensch taufen lassen. Eine Taufe, die vor der Bekehrung, zum Beispiel als Baby, stattfindet, ist nicht biblisch. Wie selbst im Neuen Testament. Die Christen ließen sich erst taufen, nachdem sie Jesus als ihren Herrn angenommen haben, nicht vorher. Das Untertauchen im Wasser steht symbolisch für das Sterben des alten Menschen, das Sterben unseres alten Lebens. Die Geistestaufe. Wir glauben daran, dass die Taufe im Heiligen Geist oder auch Geistestaufe ein wichtiger Schritt ist, den jeder Christ gehen sollte. Das Sprachengebet ist das Zeichen der Geistestaufe. Geistesgaben und Wirken des Heiligen Geistes.
Wir glauben daran, dass der Heilige Geist auch heute noch Geistesgaben an seine Kinder austeilt, so wie es auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 12 bis 14 steht. Diese neuen Geistesgaben, darunter zum Beispiel Heilung, Prophetie und Sprachengebet, dienen der Ermutigung seiner Kinder und dem Dienst an den Menschen. Wir glauben außerdem an Zeichen und Wunder, so wie sie die ersten Christen auch erlebt haben. Der Leib Christi, die Braut Jesu. Der Leib Christi bedeutet alle Menschen, die Jesus als ihren Herrn angenommen haben. Ebenso ist dies die Braut Jesu. Als Kinder Gottes haben wir eine solche Einheit, so dass wir auch danach leben sollten. Leider gibt es viele Spaltungen, verschiedene christliche Richtungen und viel Verletzung im Leib Christi. Jemand sagte einmal zu Recht, die Braut Jesu hat ein selbstverletzendes Verhalten. Tatsächlich ist die Einheit etwas, das oft angegriffen wird. Als Christen sollten wir auch untereinander Nächstenliebe üben. Denn Jesus sagte und betonte, an der Liebe wird man euch erkennen. Jesu Liebe ist es, die zu unseren Mitmenschen fließen möchte. Seine Liebe ist die stärkste Macht und das spüren auch Außenstehende. Ewiges Leben nach dem Tod. Nach dem Tod hört das Leben nicht einfach auf. Der Körper ist zwar sterblich, doch unser menschlicher Geist lebt weiter. Wer Jesus als Herrn annimmt und gerettet ist, der wird ewig in seinem Reich leben. Ohne eine Lebensübergabe an Jesus ist ein Mensch allerdings für immer verloren. Jesus kommt wieder. Jesus ging nach seiner Auferstehung zurück in den Himmel. Von dort wird er wiederkommen, um diese Welt zu richten. Den Zeitpunkt weiß niemand. Ein Prophet, der den vermeintlichen Zeitpunkt voraussagt oder gar behauptet, Jesus zu sein, ist ein falscher Prophet. Lies dazu zum Beispiel drei Bibelstellen, Matthäus Kapitel 24, Verse 36 bis 39, Matthäus Kapitel 13, Vers 21 und Johannes Kapitel 12, Verse 46 bis 48. Fragen und Antworten über Prophetie. Wenn du Fragen hast, die den prophetischen Dienst und die Gabe der Prophetie betreffen, dann kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben. Dies war eine Aufnahme der Internetseite www.prophetenschule.org. Dort findest du weitere Artikel und Audiodateien, hauptsächlich über die Themen Gottes Stimme hören und Prophetie. Gerne darfst du die Audiodateien zu nicht kommerziellen Zwecken weiterverbreiten. Zum Beispiel als Download anbieten, auf CDs brennen etc., wenn du die Angaben zum Urheberrecht nicht entfernst und auch keine Inhalte veränderst. Liebe Grüße, Julia Berndt.